Ja, kurz vor Abflug nach Maastricht, wie wir da hinten sehen, am Weg zu unserem Spiel nach Genk, Mario Sonnleitner vor dem Mikrofon. Mario, ganz kurz einmal, Sonntag schon verarbeitet? Natürlich war das eine sehr dramatische Endphase. Wir haben leider kein gutes Spiel gezeigt. Und dann durch die rote Karte war es natürlich für mich persönlich auch sehr schade. Aber das haben wir verarbeitet, wir haben unsere Lehren gezogen und haben das analysiert und jetzt geht es in den Europacup. Es gab einige Flüge, die hier von Wien Schwechat weggegangen sind in diesem Herbst. Einige Male war der Mario Sonnleitner nicht dabei. Heute mit dabei, gutes Gefühl? Ja, es ist schön natürlich im Flieger zu sitzen und der Mannschaft helfen zu können. Natürlich freut es mich, dass ich dabei bin. Ich habe gegen Sassuolo zum Glück auch schon spielen können. Und es ist ja nicht mein erstes Europacup-Spiel, also ich kann das schon einschätzen. Und jedes Europacup-Spiel ist für jeden Spieler von uns eine Herausforderung und jeder freut sich drauf. Die ersten Tage mit neuem Trainerteam, hat sich viel verändert? Das sind die Abläufe etwas anders natürlich. Wir haben ja viele neue Gesichter im Team. Aber das Wichtigste ist bei Rapid immer, dass wir Spiele gewinnen und die Trainer tun alles dafür, dass sie uns bestens vorbereiten und jetzt müssen wir einfach schauen, dass wir das umsetzen und schnellstmöglichst die Spiele gewinnen. Alles Gute. Danke. Unser Cheftrainer Damir Kanadi im Fashion-Zwirn, wobei er sagt drauf, das ist gar nicht für ihn so wichtig, für wichtiger ist, dass alles ins Rennen kommt. Damir, es geht nach Belgien. Für dich nicht ganz etwas Neues, mit Alltag warst du auch unterwegs international? Ja, voriges Jahr haben wir das natürlich auch miterleben können, aber mit Rapid natürlich doch etwas Besonderes, wenn ich schon jetzt sehe im Vorfeld, was da alles ist, los ist und wie du umworben wirst und auch die Fans, die sich da schon alle freuen auf dieses Spiel. Und ja, deswegen denke ich, sind wir irgendwo in der Pflicht, morgen eine tolle Leistung abzuliefern. Sonntag nicht abgehakt, weil man kennt dich, du bist ein akribischer Arbeiter. Trotzdem jetzt Fokus auf einen Gegner, der zumindest in der Europa League recht stark spielt? Ja, absolut. Ich denke, gerade in Belgien ist der Fußball auch ein toller Fußball. Man sieht ja, wo das belgische Nationalteam steht. Das heißt, da müssen wir vorgewarnt sein, dass wir dort einfach eine Top-Leistung brauchen, dass es mit einer durchschnittlichen Leistung nicht funktionieren wird. Und ja, das, auch wenn der Ballaussag von Sonntag auf Donnerstag nicht sehr kurz ist, heißt schon auch für die Spieler, da wirklich umzustecken und bereit sein für die nächste Aufgabe. Vielen Dank, alles Gute. Alles klar. Danke.